Hallo, Amigos. Hallo. Also, ich meine, ihr beiden seid ja schon seit Jahrzehnten auf der Bühne, seid ja schon sehr lange unterwegs. Und könnt ihr euch vielleicht an besondere Highlights eurer Karriere erinnern? Ja, natürlich erinnert man sich an den Anfang, an den Gewinn bei Achim Sitt Parade. Wie wir damals 2006 gewonnen haben, sind Musikanten König und Kaiser geworden. Dann natürlich dann auch an die erste goldene Schallplatte. Das war natürlich ein Hammer, wie wir die in der Hand hatten. Baldig. Und das Highlight mit Sicherheit war der Echo. Dreimal die Krone, ja. Fünfmal den Smago Award und so viele Preise, die wir unserem treuen Publikum, unseren treuen Fans zu verdanken haben. Und, gibt es auch irgendwo Schattenseiten des Erfolgs? Schattenseiten sind halt die gewissen Neider, die du dann hast. Wenn dann auf Facebook dann steht, was willst du mit den zwei alten Idioten oder was weiß ich was wäre. Oder wenn sie uns das Rad vom Bus abgeschraubt haben oder die Radkappen gelöst haben, die Radschrauben, und dass wir dann das Rad verloren haben, das sind natürlich dann negative Highlights, kann man gar nicht sagen. Aber es ist so, dass dann auch schon Drohungen, dann kriegst du einen Brief mit Drohungen, dass sie uns die Häuser anzünden wollten. Aber gut, das ist aber eigentlich jetzt schon längere Zeit her. Und wie der Kanan schon gesagt hat, es ist eigentlich ein Wahnsinn, was beschäftigen sich solche Leute mit uns, wenn ihnen das überhaupt nicht sind. Also voller Hass und voller Neid, kann ich mir nur vorstellen, wir können auch nichts dafür. Es gibt mit Sicherheit viele junge Gruppen, Duos und ja, die wirklich, denen das Quäntchen Glück fehlt. Wir wünschen jedem das Beste. Wie gehen Sie mit Stress um? Wir haben uns einfach keinen Stress. Wenn wir jeden Abend vor vollen Häusern spielen, und hat mit Stress nichts zu tun, da bist du einfach glücklich, wenn du durch den Vorhang schaust und siehst schon, dass der Saal langsam voll wird. Und die Leute kommen ausschließlich wegen uns, weil wir machen ja nur Solo-Konzerte, wir haben in denen keine gemischten Programme. Und da bist du schon stolz, und dann freust du dich schon auf den nächsten Tag. Also Stress eigentlich überhaupt nicht. Wenn, dann ist es positiv zu sehen, was wir machen. Ihr seid ja am 20. August in Gießen. Ja. Tretet da auf. Gibt es denn da einen bestimmten Anlass? Das ist unser jährliches Amigos-Fest, ja, was wir machen. Und genau, das machen wir in unserer Gegend, weil wir einfach aus der Heimat verbunden sind. Und deswegen haben wir am 20. August Gießen gewählt, die Hessenhalle. Und dort wird dabei sein Claudia Jung, es wird dabei sein die Daniela, meine Tochter, es wird der Stefan Micha dabei sein, der Martin Eckert macht die Moderation, also alles wie gehabt und es ist sehr heimisch und wir freuen uns tierisch drauf auf das Fest in Gießen in der Hessenhalle. Und Sie hatten ja auch gesagt, Sie sind sehr heimatverbunden und wahrscheinlich sind die Emotionen dann doch schon groß, wenn man in der Region, wo man ursprünglich herkommt, auch spielt, ne? Ja, das ist aber eigentlich normal. Wir spielen ja fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wenn es einmal in Friedberg oder Wetzlar oder Bad Orb, das sind ja alles ziemlich nahegelegene Ortschaften und wir freuen uns da immer drauf, wenn dann, oder in Lauterbach zum Beispiel, wenn die Leute dann kommen und man kann mit den Leuten dann am Anfang, macht der Bernd das immer einmal einfach platt mit denen reden, so wie wir das, unser Blatt kennen und da lachen die Leute schon. Er sagt, hier bin ich daheim, hier kann ich mit euch mal so reden wie zu Hause und das macht schon Spaß, da sind die Leute dann da und klar hat man dann gewisse Emotionen, man freut sich schon drauf. Noch eine kurze Frage, Sie sind ja hier dann wie gesagt in Ihrer Gegend unterwegs, treffen Sie auch alte Freunde, Bekannte aus der Schulzeit? Das war der Fall, wie wir in Friedberg waren und das wussten wir nicht, das haben sie also ganz toll gemacht. Die ganze Schulklasse hatten sich Karten gekauft und wir waren also überrascht, dass sie, und wir haben auch noch Kontakt zu unseren Schulfreunden. Natürlich sind wir so viel unterwegs, dass hin und wieder die Freunde eben vernachlässigt werden. Das ist ganz klar. Du kannst nicht mehr irgendwo teilnehmen an Vereinstätigkeiten wie früher Fußball, Sportverein und ja, wir haben Fußball gespielt, Tennis gespielt und das sind alles Sachen, die eben halt auf der Strecke bleiben. Aber ansonsten ist das Leben, was wir jetzt führen, genau das, was wir wollten, genau das, was wir angestrebt haben. Und jetzt kommt unser neues Album und wir geben Vollgas.